Scheiße, Alter. Was hier abgeht. Ey! Bleiben Sie. Ach du Scheiße. Boah, ich hätte fast den Leichenwagentypen erschossen. Steigen Sie aus. Aussteigen. Kommen Sie her. Ah. Ich muss mal ganz. Ich muss flüchten. Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LSPD FR mit mir, dem Racer. So wie immer, vielleicht sollte ich mal meine andere Anmoderation ausdenken. Das ist immer diese Standardscheiße. Aber das ist ein ganz anderes Thema, weil wir fahren jetzt wieder auf Strife mit unserem wunderschönen Ford Crown Victoria. Gucken wir, dass wir hier... Nee, da stelle ich mich jetzt aber nicht hinten an. Nee, fahr mal hier lang. So machbar ist das, Polizist. Da, wo man keinen Bock hat, sich anzustellen, fährt man einfach dann vorbei. So, hier. Da, den kontrollieren. Wobei, ne, der steht. Wo, egal. Ja, das merke ich mir schon. Okay. Weil das ist ein Speeder. Pass auf. Ne, komm. Ganz ehrlich, den halten wir jetzt an. Ich sehe das als Respektlosigkeit, das hinter der Polizei zu tun, ja? Ich wusste es. So, wir geben ein bisschen Support. Und zwei Helikopter. Man hat doch eh keine Chance, wobei der hat ein Bullet, ne? Das heißt, wir machen mal gleich hier ein bisschen härter. Und machen mal ein bisschen seine Reifen hinten kaputt. Ah, geht kaputt. Okay, da merkt schon, das macht keinen Sinn. Wow, fährt jetzt an allen vorbei. Okay, nee. Perfekt. So macht der da hier? Ich glaube schon. Ja, komm, nimm ihn fest. Genau. So, die Karre, dass sie schon mal abschließen. Achso, hier. So, Tow Truck. Haben dann aber gut blockiert hier hinten. Das Rad steht schon ein bisschen quer. So, wer nimmt die jetzt mit? Ich habe keinen Bock, den mitzunehmen. Okay, dann nehme ich die halt mit. Toll. Tolle Kollegen. Moment, nee, hier ist falsch. Da. Rücke Transport. Achso, das ist gar nicht unser... Oh, Entschuldigung. Huch. Okay, was auch immer das jetzt gerade war. Alter, irgendwie gehen hier gerade alle Alarmanlagen. Suspect has come to a stop. Ja, wow. Tolles Suspect has come to a stop. Jetzt sind sie doch mal ruhig hier. Ich muss sie was anfordern. Ja, brüllen Sie bitte nicht so rum. Hallo. Oh, fuck. Boah. Das war ein wenig knapp. So, und jetzt haben wir hier da, Transport. Eins. Nee. Wow. Was? Was? Ah, ich bin hingefallen. Was? Ich hab grad Zivilisten erschossen, wenn die da drauf... Was machen sie? Und ein Kollege wurde umgefahren, aber der... Hallo, machen Sie bitte keinen Unfall. Ey, das ist doch... Warum hab ich... Was? Mann. Ja, da, ihr kannst du... Geile Sirene. Mein Gott, ey. Das war Instinkt, dass ich auf den Zivilisten geschossen habe. Wieso schießt die Kollegen auf den scheiß Zivilisten? Blah! Mann. Gibt's doch nicht. Oh Gott, lass mich durch. Boah, das war ein bisschen knapp. Oh nee, das machen wir jetzt nicht normal. Der war zwar cool, also der war wirklich geil. Aber, dann ist nämlich so die ganze Folge. Hab's feiert, das nehmen wir jetzt. So, jetzt machen wir uns meine First Person jetzt. Egal, was ihr meint. Ich finde First Person immer noch eine ziemlich geile Ansicht.
Aber wie gesagt, ich probiere das immer so in guten Gleichgewicht zu halten zwischen Third und Third Person. Oh Gott, was ist denn da los? Okay, pass auf. Nehmen Sie die Waffe runter. Nehmen Sie die Waffe runter. Und jetzt stehen bleiben. Sie haben doch eh keine Chance. Das sehen Sie doch. Wir haben keine Chance. So. Das war jetzt eine ziemlich dumme Aktion von Ihnen, aber ich will ja nicht pushen. So, wir haben gleich noch hier einen Prisoner Transport. Oder das ist ein Mann? Das ist ein Mann, what the fuck? Egal. Multiple reports of individual firearm. Okay, nehmen wir gleich an. Weil man... Nein, nicht bei mir, nicht bei mir. Wenn du bei mir reingehst, knall ich dich ab. So. Ah, ich muss weg. Ich hab einen Einsatz. Huch. Das tut mir leid. So. Hörst du bei mir drin? Nee. Okay, wir haben da oben irgendwas mit Firearm. Das klingt nicht gut. Gucken wir mal leicht nach, was da los ist. Oh Gott. Hat er eine Waffe? Ich kann es nicht sehen. So, nun nehmen wir mal lieber die Schrotze raus. Nehmen Sie die Waffe runter. Okay. Das war jetzt aber kein Instinkt. Das war... Oh mein Gott, geht's Ihnen gut? Ich glaube schon. Okay, das war reiner Instinkt. Und das war aber auch guter Instinkt dieses Mal. Fahren Sie bitte weiter. Wir brauchen hierfür mal eben einen Corona, weil ich glaube, mit dem ist nicht mehr allzu viel anzufangen. Denke ich zumindest mal. Wir sind über den Arm von ihm gefahren. Ja, egal. Den braucht er jetzt eh nicht mehr. Boah, aber direkt ins Herz geschossen, ey. Die Waffe nehmen wir mal mit hier. Na, ja, okay, geht nicht. So, ich glaube, wir sind wieder frei für Einsätze. Das UFO macht komische Geräusche. Egal. Irgendjemand ist da gerade... Egal. Achso, warte mal. Hier liegt einfach so eine Leiche rum. Das ist vielleicht gar nicht mal so gut. Der probiert immer den... Ach, der kommt schon irgendwann. Das passt schon. So, ich glaube, kaputtgegangen ist nicht mehr. Aber, ah, doch. Oder? Ja, ein bisschen unser Licht. Okay. Abort and call again. Ich komm mal gehen. Nee. Patrol. Nee, haben wir auch schon so. Okay, warte, wir machen aber ein paar Verkehrsstops. Ich möchte ja auch nicht alle Calls herbeirufen. Das ist auch irgendwie blöd. Das mache ich auch noch manchmal. Und lassen Sie mich. Oh, warte mal, den hier nehmen. Das ist ein Cheater, oder? Das ist ein Cheater, den hier. Den nehmen wir jetzt. Den ziehen wir jetzt aus dem Verkehr. So. Und wenn Sie. Ich nehme gleich am besten die Waffe, weil... Was habe ich denn als Pistole Kaliber 50? Nee, das ist nicht erlaubt im Dienst. Einen wunderschönen, guten Tag. Wir nehmen mal eben Ihre Car-Keys. Weil bei Ihnen habe ich wirklich Angst. Genau, guck mal, jetzt haben Sie schon mal gar keine Möglichkeit zu flüchten. Sie können ruhig weiterfahren da hinten, das ist gar kein Problem. Aber ich continue erstmal mit Ihnen. Und zwar ist es eine allgemeine Verkehrskontrolle. Dazu hätte ich erstmal gerne den Ausweis. Vielen Dank, den werde ich eben auf meinem Computer überprüfen. Harvey Durden. Was ein ekelhafter Name, Alter. Harvey Durden. Harvey Durden. License is valid, no active warrants. Das heißt, im Prinzip sind sie damit frei. Sie bekommen ihre Keys wieder. Thank you. Und können ihre Fahrt, nachdem ich ihnen eine Verwarnung gegeben habe, muss kurz nochmal. Ja. Nachdem ich ihnen eine Verwarnung geben kann, muss, weil ich nichts anderes machen kann, können sie weiterfahren. Oh, wenn sie jetzt gegen mein Auto gefahren wären, hätte ich sie festgenommen. Aber ich will ja nicht pushen. So, und wir fahren auch weiter. Mal, das sind diese schönen Callouts. Weißt du, diese Callouts, die geplant ablaufen, wo der Fahrer freundlich und nett ist. Und. Ja. Spectre Meth Lab. Komm, wir nehmen es an.
Oh Gott, ich fahre gerade ein bisschen auf Roleplay. Egal. Habe ich gerade nicht beachtet, sorry. Okay, so. Passen Sie bitte auf. Hallo. Hallo. Okay. Ich finde sofort Crown Victoria Sounds ziemlich nice. Wahrscheinlich hört man sie gerade. Da gibt es einen Nerf-Flap. Okay, passen Sie auf. So, wir kommen da am besten gleich am Elekt. Vielleicht kriegen wir es hin, beide festzuhalten. Okay, okay. Ah. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Ah. Ich muss weg. Ich muss weg. Nein. Nein. Ah. Das war so knapp. Also eigentlich überhaupt nicht, aber eigentlich schon. Officers report on Portola Drive. Nice. Man, these young cats is crazy, you know? Guten Tag. Weißt du, mit einmal aus dem Krankenhaus entlassen, muss gleich wieder in Dienst, ey. Das ist echt unglaublich. So, jetzt holen wir uns mal kurz. Holen wir uns mal einen anderen Wagen. Den hier oder? Warte mal, es gibt noch einen anderen. Ja, was ist das? Das habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht. Dann alles ausrasten. Hm. Wir nehmen mal den hier. Ich meine, die Coronas sind da zu krass. Das ist ein bisschen blöd. Das ist ein bisschen ein Nachteil an dieser EMB. Dass die Coronas bei den Lichtern teilweise echt ein bisschen too much sind. Vor allem bei Nacht. Aber sonst, ist das alles in vollkommen Ordnung. Ist eigentlich das Mathlab noch da? Oder hier wird irgendwo geschossen? Das ist tatsächlich noch da. Pass auf, da fahren wir mit der Sirene hin. Oh! So. Bleiben Sie stehen. Nicht schießen. Oh Gott, ich... Ey! Okay, es bringt nichts. Das haben wir noch jemand, ne? Scheiße. Egal, wir sind jetzt für die beiden hier zuständig. Mach ich noch jemanden auf. Mein Auto weg. So. Ich glaube, hier ist nicht mehr viel zu machen. Da brauchen wir jedenfalls Corona. Die beiden, der eine wurde umgefahren und die andere wurde mit einem Gnadenschuss, sag ich mal, getötet. Da brauchen wir definitiv einen Corona und ich würde sagen, wir fahren mal fort, wortwörtlich. Ich probiere es halt ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ich könnte mal schreiben, wie ihr das wollt, ob ich die Einsätze wirklich so komplett zu Ende machen soll. Und so mit Corona und verabschieden und. Weißt du, so, aber ich denke mir halt irgendwie, es ist ein bisschen unspannend, hier auf Corona, auf dem. Ist doch Corona, oder? Ja, ist doch Corona, okay, ich hab nichts gesagt. Nichts gesagt, so. Respected Meth Lab. Nee, komm, machen wir mal hier. Sag mal, was ist mit dem Suspected Meth? Rent of the Auto? Wir können natürlich auch mal wieder einen Folgensack machen. Welfare Check, machen wir mal hier. Alles Respond Code 2, okay, dann fahren wir mal so hin. Boah, ich fahre mal in First Person. Wir dürfen übrigens reparieren. So. Weil der Wagen, der jetzt in die Seite gefahren ist, hat dann doch ein bisschen viel Spuren hinterlassen. Das ist halt dann natürlich ein bisschen suboptimal, sage ich mal. So. So. Was war es nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Egal, wie weiß ich unser Einsatz. Wir kommen jetzt hier mit Elektroschocker, falls wir gleich, ich sag mal, unsanft begegnet werden. Oh Gott, es gefällt mir irgendwie gar nicht. Hallo. Boah, ich brauche eine Taschenlampe hier eher als Elektroschocker. Okay, da vorne liegt der Typ. Ich habe keine Ahnung, was er jetzt macht. Okay. Nimm sie die Hände nach oben. Okay. Auf dem Boden. Alles ist gut. Wir werden jetzt verhaftet, weil sie mich bedroht haben. Beziehungsweise aggressiv auf mich zugerannt sind. Nur damit ich sie aufgeklärt habe. Sie haben das Recht zu schweigen. Sie werden jetzt mit auf die Wache begleitet von einem Kollegen. Und da können sie dann ihre Aussagen tätigen.
Haben Sie das verstanden? Sprechen Sie mit den Fäusten. Hat der Haare auf den Fäusten? Nee, ich dachte gerade schon, das wäre so krass modelliert. So, ich würde sagen, wir lassen sie mal alleine hier. Sie kommen da schon gut zurecht, ne? Homicide. So, hier, hallo, Herr Kollege. Hier ist Ihr Ziel, aber da hinten. Wo auch immer der gerade hinfährt, egal. So. Ich hinten aufmachen. Der Wagen ist da gerade irgendwas gefahren. Egal. Wie viel Uhr haben wir eigentlich gerade? Wie viel Uhr wurden wir entlassen? Um 21 Uhr, okay. Und zwar durchs Ganggebiet, das ist aber nicht so gut. Da wollte ich eigentlich nicht hin. Aber ist okay. Ich mach auch Ganggebiet, ist alles okay. So. Pass auf, wir halten dich mal an hier. So. Ah, rechts ran, Verbuch. Wie sah ich der Wagen von innen aus? Muss ich eben abchecken. Ja, kann sich sehen lassen. Guten Tag. Einmal eine allgemeine Verkehrskontrolle. Ich hätte gerne einen Ausweis. Aber ich will ja nicht pushen. Was macht denn der Typ? Okay. Mhm. Jacob Danforth. Alter, diese Namen. Jacob Danforth. Ist auch geil, dass ich hier immer hast mit tätige. Okay, alles klar. Das heißt, die sind jetzt schon mal wieder entlassen. Okay, egal. Wir ignorieren das. Jetzt hat die fast meine Wasserflasche auf den Tisch geschmissen. So, hier ist your warning. Mit Ihnen ist alles in Ordnung. Sie können weiterfahren. Und ich würde sagen, auch wir setzen unsere Fahrt fort. Fahrt. Welfare check. Nee, komm. Fight in progress. Please make contact. Was? Your brother is worried about you. Please make contact with them. Was? Okay, wir machen Fight in progress. Da kommen wir mal hin. Was? Ich glaube, keine Waffen, oder? Keine Ahnung. Ich hab's nicht verstanden. Okay, pass auf, da gehen wir jetzt so dazwischen. Guten Tag. Müssen wir das anders lösen? Okay. Ey, und Sie bleiben so stehen, ja? Das heißt nicht, dass Sie auf Ihre Kollegen einprügeln können. Und Sie genauso wenig. Okay. Okay, den nehmen wir fest. Ich hoffe, der andere macht es nicht die Fliege. Heißt, egal. So. Und sie. Hey! Und ich sie nehme ich auch fest. Können Sie da aufhören auf ihren Kollegen. Oh Gott, nicht überfahren. Okay. Jetzt bleiben Sie doch mal hier so richtig. Ihr müsst geschützt werden. Würden Sie sich bitte nicht so nahe stehen? Sie haben gerade. Ups. Das tut mir sehr leid. So. Brauchen Sie wieder eine extra Einladung? Okay, brauchen Sie anscheinend. Tab E. Gehen Sie bitte auf den Boden. Kann ich nämlich hier Local Patrol. Und die Barrikade nehme ich wieder mit. Aspen picked up. Ja, der wird ja hier wohl auch jetzt hier. Dann sind wir bitte mal an den Straßenrand hier. Bisschen. Ja, machen sie noch ein bisschen Dubstep. Können wir jetzt ja eh schauen. Okay, das heißt, wir führen. Was ist mit ihnen los? Hören sie auf zu schießen? What the fuck? Was ist mit ihnen los? Hören sie mir. Ich verstehe es nicht. Egal. So. Wir sind wieder frei für weitere Einsätze. Fahren jetzt Industriegebiet. Industriegebiet finde ich nicht so nice. Komm, noch ein Einsatz.
So geht das nicht. Ach, weil da hinten... Oh, fuck, denn das ist ja noch ein guter Punkt. Moment, da fahren wir mal eben mit Code 3 hin. Ich muss hier mal eben einen auf Geisterfahrer machen. So, bitte lassen Sie mich... Okay. Wer ist denn hier noch? Ich sehe bis jetzt nur eine Katze. Guten Tag. Ach, war das vielleicht der eine Einsatz, dass sie da mehrere Zivilisten überprüfen müssten? Ey, 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 ey. Oh, 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 oh. Passen Sie bitte mal auf, ja? Ich würde Sie gerne mitnehmen, weil Sie mich bedrohen und auch angegriffen haben. Das wird Folgen haben. Ey. Oh, oh. Nehmen Sie die Hände nach oben. Alles ist gut. Alles ist gut. Oh Gott. Ich nehme sie jetzt erstmal fest. Oh, oh. Ah, da. Jetzt nehmen Sie die Hände. Nehmen Sie die Hände nach oben. Nehmen Sie die Hände nach oben. Okay. Ich brauche Hilfe. Danke, dass Sie kommen, auch wenn Sie nicht wegen mir kommen. Ach du Scheiße, Alter. Alter, what the fuck? Okay, wir brauchen ein paar Corona hier. Irgendwie... ein paar auf jeden Fall. Scheiße, Alter. Was hier abgeht. Ey! Bleiben Sie. Ach du Scheiße. Boah, ich hätte fast den Leichenwagentypen erschossen. Steigen Sie aus. Aussteigen. Aussteigen. Kommen Sie her. Ah. Ich muss mal ganz. Ich muss flüchten. Ich brauche Backup. Noch Backup. Alter. Hier gerät alles aus dem Ruder. Wieso wird hier immer geschossen? Ich verstehe es nicht. Und lauft die mir nicht ständig hinterher. Ich krieg einen Fall hier wegen ihnen. Ich krieg. Oh, fuck. Das haben sie jetzt nicht gesehen. Ey. Hallo, jetzt schießen sie doch nicht ständig. Oh Gott, es gehen auch noch Sachen in die Luft, oder was? Oh Gott. Alter, hier geht gerade voll die Party ab. Hier wird geschossen. Ah! Oh Gott. Nicht auf mich schießen, bitte. Steige sie aus. Ist sie tot? Bleiben Sie... Boah, Alter. Wir brauchen noch ein Corona hier. Das gibt's doch nicht. Wieso sind alle so aggressiv? Hm. Kann ich eigentlich festnehmen? Nee. Jetzt wird schon wieder geschossen. Ich krieg einen Anfall. Für ihn dieses Mal sind wir jetzt eigentlich auch mal fertig. Oh Gott, Alter. Na gut, Leute, ich würde sagen, es ist eigentlich das perfekte, der perfekte Zeitpunkt, mal Tschüss zu sagen. Und damit sage ich heute Tschüss. Wir sehen uns in der weiteren Folge von LS bzw. LAPD FR. Und bis dahin würde ich sagen... Was war das jetzt hier? Egal. Bis dahin würde ich sagen, wir sehen uns in der weiteren Folge. Haut rein. Macht's gut. Die prügeln sich wieder Leute, aber das ist mir jetzt egal. Macht's gut. Tschüss.